Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos, heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Bern. Ich bin Erich Gier von der Bildungswerkstatt Bergwald. Wir führen Waldprojektwochen durch mit Jugendlichen. Dabei arbeiten Jugendliche im Bergwald und führen forstliche Facharbeiten aus. Der Spalthammer hat hier vorne eine Klinge. Die ist nicht wahnsinnig scharf, aber dafür ist es sehr schwer. Für die meisten Jugendlichen ist es sehr ungewohnt, so eine Waldprojektwoche. Sie sind den ganzen Tag draußen, sie sind den ganzen Tag auf der Beine und machen körperliche Arbeit. Ich bin noch recht stolz auf mich, weil ich gesehen habe, also, dass ich auch also, Zeugs machen kann, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das machen kann. Das war cool. Der Rico und der Christoph fällen jetzt gerade einen Baum. Sie haben den schon vorbereitet. Das Baumfällen ist eine der attraktivsten Arbeiten für die Jugendlichen, die es eigentlich am liebsten machen. Am Ende von so einer Waldprojektwoche, wo die Jugendlichen wieder heimgehen, sind sie müde von der Arbeit, aber sie sind auch stolz. Dank Swisslos ist es uns möglich, rund 50 sättige Waldprojektwochen pro Jahr durchzuführen. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.